Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei System Shock. Schließe die Tür eher. So, wir gehen auf Ebene 5 hoch. Das ist das Flugdeck. Neue Nachricht erhalten. Von Parowski 1. Okay, es ist ein Boss. Sieht zumindest auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Oh. Wurden wir direkt unter Beschuss genommen. Das ist nicht sehr nett. Okay, da haben wir auch schon... Oh, eine weitere Kamera. Das ist radioaktiv da unten. Kommen da nicht ran. Wahrscheinlich muss man hier eine Energiebrücke irgendwie freischalten. Hier geht's wieder hoch. Okay, dann machen wir das Ding da auch noch weg. Was haben wir hier? Neue Logdatei. Travers. Wir müssen die Erste-Hilfe-Kästen in den Rettungskapseln der Flughallen 2 und 3 auswechseln. Oh, und was ist die Diagnose für die Abspringmechanismen? Biokontaminierung 3 LBP. Wird? Biohazardgebiet. Schutzanzug absorbiert 26 LBP. Okay, ich verstehe, wie der Schutzanzug funktioniert. Also alles, was über 26 geht, ist nach wie vor tödlich. Vielleicht gibt es irgendwann eine bessere Version vom Schutzanzug, aber... Okay, ich denke, wir müssen dieses Ding hier hacken. 4 blaue Drähte. Okay, das scheint so eigentlich ganz gut zu sein. Was mit dir? Das scheint auch gut zu sein. Der hier ist ein bisschen merkwürdig. War das gut? Ich glaube, das ist so richtig. Ah, okay. Ja, tatsächlich kommt hier eine Energiebrücke. Wie erwartet. So. Dann nehmen wir noch die Munition von ihm hier mit. Flight Bay 4. Also wir sind jetzt auf dem Flugdeck. Sie finden deine Leiche. Okay, hier müssen wir neu laden. Alles klar. Weil wir hier auf der Ebene noch keinen Speicherpunkt haben. Das war der. Sicherheitsniveau 86%. Aber eine dicke, fette Tür. Flugbuch 4. Nichts in der Kiste. Da haben wir auch einen von euch. Sehr schön. Wieder einer weniger. Ah, wir tasten uns langsam vor. Kurz die Tür einzeichnen in der Map. So, da haben wir hier eine Leiter. Wird leider nicht auf der Map eingezeichnet. Und hier ist es ein bisschen dunkel. ML Standard Muni. Verwenden wir die Pistole. Mit den Standard-Dingern. Neue Logdatei. Von McDan. Wir sind von der Katastrophe vor 2 Tagen noch immer ganz verstört. Ich habe das Abwehrsystem überprüft, aber es ist alles in Ordnung. Mit Ausnahme der Tatsache, dass es auf unsere eigene Fähre geschossen hat. Ich schalte das System jetzt aus.
Ist das hier eine Secret Geheimtür? Ejo. Was haben wir hier? Ein Schalter. Dann geht die Tür auf. Rotor nicht benutzbar. Okay, das ist nur Deko. Nice. Energieaufladestation. So, der hat nichts entgegenzusetzen gehabt. Dieser Chemie. Serum. Was ist das da? Eine Schockbombe? Ja. Oh, hier haben wir noch ein Dings. Okay, das macht einfach nur die Tür wieder auf. Was ist das hier? Mark 3 Sturmgewehr. Das hört sich gut an. Hallo? Ach, die ist durch Sicherheitsdienst blockiert. Das ist ja eine lustige Geschichte. Können wir hier nachladen? 25 Patronen. Magpuls. Ich werde den Laserdegen mal dahin packen. Ich glaube, das Ding ist besser. Magnesium. So, bleib mal auf der Standardpistole. Energieaufladestation ist durch den Sicherheitsdienst blockiert. Ja, schade. Aber gut zu wissen. Das heißt, wenn wir hier alle Kameras erwischen, dann... Oder ist was? Wenn wir hier alle Kameras erwischen, dann können wir das verwenden. Schießt das Ding durch die Wand? So, wir brauchen dringend einen Erste-Hilfe-Kasten. Ich glaube, für den werde ich auch... Sollen wir mal die Schrotflinte ausprobieren? Kein Treffer? Was? Ah, die Dinger sind saumäßig gefährlich. Standardpistole. Wir könnten hier das Licht anschalten. Ah, haben wir schon. Okay. So, gib mir den Sparkstrahl. Dann machen wir hier die glühenden Lichter weg. Und die Kamera. 78%. 73. Was ist das da? Kerzenleuchter. Das ist ein bisschen unnatürlich gerade. Aber hey, was soll's? Was haben wir hier alles? Was ist das da? Turbosystem V2. Technisch veraltet, weggeworfen. Schade. Kell. Aus irgendeinem Grund patrouillieren die Cyborgs die Zugangskorridore in der Nähe von Flughalle 4. Was bewachen die da eigentlich? Flughalle 4, das war doch hier drüben, oder? Ja, Flugdeck 4. Hm. Ja, das werden wir bestimmt rausfinden, was die bewachen. Prozent. Okay, da müssen wir das Ding da hacken. Das ist Flugbay 2 und 3. Prozent. Es geht runter. Oh, hallo. Ich will hier hoch. Lasst mich hier hoch. Einer weniger. Er hat uns nicht mal gesehen, die Sau. Da ist auch nochmal ein Toter. Menschliche Leiche. Ich sollte... Sollte ich es... Ach, ich behalte das Licht an. Wir gehen auf die Pistole. Die macht zwar ungefähr gleich viel Schaden wie der Sparkstrahl, aber sie verbraucht keine Energie. Und es ist nicht mehr so gut, so nützlich. ML-Standard-Muni, genau, den haben wir gesehen. Hier ist der andere Aufgang. Alles klar.
Soweit, so gut, würde ich sagen, hier auf der Ebene. Gehe ich hier mal weiter. Das sind irgendwelche Ninja-Typen, ne? Hier, Killer-Cyborg. Ne, das sind keine Ninja-Typen. Ich dachte, die werfen irgendwie mit Shurikens oder sowas. Das sah irgendwie so ein bisschen so aus. Oh. Ist das die Flughalle 4? Na komm, machen wir den letzten auch noch. Sind harmlos. Wir wissen es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Flugdeck. Aber ich weiß nicht, ob es die... Zutritt verboten. Verschwinden. War das wieder eines der gefährlichen? Na komm. Nimm. Ach Mist, das wollte ich nicht. Okay, das Ding ist down. Und ich habe außerdem in den Fullscreen-Mode geschalten. Ich finde, das ist wesentlich besser so in dem Modus. Solange ich einigermaßen damit klarkomme, denke ich, werde ich... passt das doch. Nehmen wir lieber das erste Hilfe-Dingens mit. Also aktuell mehr wert als die Batterien. So, ich hoffe, dass ich hier nicht zu viel Strahlung abkriegen. Oh shit. Nehmen wir hier das Hulk. Ne. Schwer. Ja, nehmen wir hier das Hulk-Kern-Dings. Ah, die Magnum macht schon ordentlich Schaden. Oh. Hier Kondomination 5 LBPs geht eigentlich. 5 LBPs ist nicht so viel. So, mit der Waffe kann man die auch einigermaßen sinnvoll töten. Sehr gut. Wir könnten uns eine Batterie reinpfeifen und dann dieses Ding hier mitnehmen. So, hier ist auf jeden Fall die Höhle des Löwen. Also so viel steht fest. Aber die Biokontaminierung ist nicht so hoch. Ach Mist. Okay. War unnötig, mir da eine Batterie reinzupfeifen. Aber hey, das kann man ja nicht wissen. So, wir gucken uns das gleich an. Ich finde es schade, dass die Kontaminierung nicht weggeht, wenn man die Dinger kaputt macht. Ich kann jetzt hier das machen und wir haben immer noch Biokontaminierung 5 LBP. Was schade ist. Ah, vielleicht dann. Naja. Mach mal einfach mal alles weg hier. Vielleicht geht's dann weg. Ich glaube zwar nicht. Ich meine, das hätten wir schon mal ausprobiert. So, da haben wir auf jeden Fall noch eine Kamera. 17%. Was ist das hier? Das ist veraltet. So, gib mir die ganze Munition. Hast du auch noch was? Das ist auch noch was. Sehr gut. Das ist das Schöne bei denen. Die droppen eigentlich immer ganz gut Sachen. Gray. Ah, das ist da, wo die anderen Typen sind. Okay, wir kriegen gerade eine Nachricht rein von Pawowski. Wir folgen deinem Weg auf den Überwachungsfrequenzen. Wir halten noch durch. Aber ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Wir haben gesehen, wie du dein Hirnimplantat benutzt. Hier gibt es einen Computerexperten, der dir helfen kann, das Ding gegen Shodan einzusetzen. Ich glaube, Shodan will dir eine Falle stellen. Wenn du es bis hierher schaffst, dann können wir durchhalten. Okay, würde ich sagen, nehmen wir erstmal ein Medkit rein. Und
Und ich habe das Gefühl, wir werden hier gleich ziemlich auf die Fresse kriegen. Aber wir werden sehen. Machen wir erstmal das Ding da weg. Hervorragend. Dann können wir hier hoch. Oh, das ging flott hoch. Können wir hier rein? Wir können. Vogelmutanten haben aber kein Loot mit dabei. Was natürlich ein bisschen schade ist. Da könnten wir da rein. Okay, erstmal schön hier in der Mitte bleiben. Und jetzt so da rein. Resist. Ich fürchte, es ist zu spät, deine Freunde zu retten. Ja. Ich glaube, die flächete Dings, das ist unsere beste Waffe. Und down ist es, okay. Ging, zerstörter Hirnräuber. Ja, es ist absolut zu spät. Schodan, da hast du absolut recht. In der Tat. Machen wir das alles weg. Ich glaube, die gehen... Oh doch, die kann man auch wegmachen. Schade, dass der nichts gedroppt hat hier. Ah, die ganzen Leichen haben... Ach, ein Sparkstrahl. Alles hat nicht unbedingt Pralle. So, was hat uns das jetzt gebracht? Warum sollten wir unbedingt hier hinkommen? Einfach um zu sehen, dass die Leute tot sind? Was war das? Ach, da ist ein Aufzug. Was haben wir hier? Zielidentifikator. Ist veraltet. Landmine, okay. Mark 3 Sturmgewehr. Haben wir bereits. DC-Gummipatronen und eine Logdatei von Porowski. Na, Porowski, was hast du zu sagen? Oh, Travers. Das haben wir uns auch noch nicht angehört. Dann hören wir uns erstmal das an. Verdammt! Die Wartungsbrücke in Flughalle 4 hat mehrere durchgebrannte Sicherungen. Wir montieren etwas Provisorisches, aber es wird ein bisschen wackelig. Okay, gut. Und Porowski? Ich hab dich nie kennengelernt. Ich frage mich, ob du diese Nachricht hier hören wirst. Albert Bryson und ich sind die Einzigen, die den letzten Angriff überlebt haben. Wir haben uns versteckt. Hör zu. Shodan hat einen anderen Plan. Nach dem mutagenen Virus und dem Bergbaulaser. Er wird sich in das Computernetz der Erde einspeisen. Ah, wir müssen sterben, bevor sie uns erwischen. Das ist dir doch klar. Schneidet jetzt die Tür durch. Sie geht auf. Viel Glück. Okay, das war dieses Ding, das reingekommen ist und alles hier zerstört hat. Ansonsten haben wir hier aber nichts mehr. Okay. Tja. Das Spiel erinnert mich sehr, sehr stark an Cyber Mage. Nicht nur von der Aufmachung, sondern auch in der Art und Weise, wie die Dialoge vonstatten gehen. Das war da alles auch sehr, sehr ähnlich. Warte mal. Genau, hier waren wir. Das war Biokontaminationsgebiet. Aber wir können uns hier mit Energie auffüllen. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Gehen wir mal hier runter. Da haben wir ein Erste-Hilfe-Kistchen. Gut, dann würde ich sagen, verwenden wir eins und nehmen auch eins wieder mit. Kriegt doch einige von den Dingern mittlerweile. Flugbuch 2 und 3. Moment mal. Da waren wir schon. Ne, da waren wir noch nicht. Das ist Flugbuch 4. Ich bin mir nicht sicher. Okay, das war Gray. Was haben wir hier? Oh. Cyborg-Umwandlung abgebrochen.
Standardregenerierung aktiviert. Okay, wir können jetzt hier respawnen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Die Tür ist verschlossen. Wegen dem Ding hier. Das Ding ist da. Wie machen wir das am besten? So. Das war auch, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Oh. Moment mal, wir haben die falsche Waffe, glaube ich. Wir nehmen die Pistole. Na komm. Ah, die Dinger sind eigentlich relativ harmlos, wenn wir ehrlich sind. So, den Minenroboter noch. Ah, ich hasse die Dinger. Lass mich in Ruhe. Ach, natürlich ist er uns... Warum hat er plötzlich so viel ausgehalten? Die haben doch sonst nicht so viel ausgehalten. Das gibt's doch nicht. So, die ganzen Leichen untersuchen. Da ist auch nochmal eine Tür. Hier ist nichts. Da sind wir hergekommen. Okay, erstmal den ganzen Raum aufdecken. In der Map einzeichnen. Das ist immer wichtig. Da haben wir ein Keyfeld. Okay, einer weniger. Die können rein gar nichts. Sind super harmlos. Droppen halt dafür auch nichts, ne? Das ist die Kehrseite der Medaille. Und hier hat keiner irgendwie was dabei. Schade. Da haben wir ein Logbuch ohne dicke Kiste. Da ist auch nichts drin. Gucken wir uns gleich an. Erstmal noch hier das Medkit mitnehmen. Und das war's hier. Den Raum noch aufdecken. Ich weiß nicht genau, was das jetzt wieder war auf der Map da. Flugdeck 2. Okay, von wem ist die Nachricht? Von Kel. Diese Kissen geben einen guten Schutz ab, aber ich sehe keinen Weg zu den Rettungskapseln durchzukommen. Deb und Aaron, versucht, ob ihr einen Weg zur Flughalle 2 findet. Oh oh. Wir sind doch, das ist doch Flughalle 2. Merkwürdig. Auf jeden Fall haben wir hier den Raum auch aufgedeckt. Was ist das hier? Kein Notfall. Kapseln deaktiviert. Okay. Kein Notfall. Ja, da kommen Kapseln wir nicht rein. Deaktiviert. Moment. Auf der Map eintragen, das ist wichtig. So, Flugdeck 3 ist das. Alles klar. Waren wir hier? Ja, hier waren wir schon. Moment. Ja, wir haben alles auf der Map eingetragen. Okay. Gut. So weit, so gut, würde ich sagen. Hoher Hörschöpfungsgrad, das liegt daran, dass ich jetzt die ganze Zeit rumgerannt bin. Flugbuch 2 und 3. Tür verschlossen. Verflucht. Die Dinge habe ich überhaupt nicht im Griff. Wenn ich ehrlich sein muss. Okay, die Schrägen. Ach so, die Schrägen werden auch umgedingselt. Die Schrägen werden auch umgedingselt.
die da... Ah. Wir müssen die beiden irgendwie noch anschalten, aber das geht so nicht. Was ist... Wir müssen das... Ah. Fluch der Axt. Sind die da aktiv? Das ist echt schwierig. Aber wir müssen das... Also ich weiß nicht, ob wir das müssen, aber ich will das jetzt natürlich machen, ne? Ich will wissen, was hinter dieser Tür ist. Das ist wie so ein Sliding-Puzzle. Ist ein bisschen anders. Aber vom Prinzip her doch ähnlich. Nein. Ha. Ja, und jetzt fehlt der da. Goddammit. Die bringen rein gar nichts. Sie kann ich einfach so lassen. Wir müssen das... Okay. Die eine Seite haben wir. Die eine Seite kriege ich hin, aber die andere Seite ist, da sind die noch ein bisschen... Der hier macht einfach nur die. Okay, jetzt haben wir die hier unten schon mal alle auf X. Der ist auch auf X. Wir müssen theoretisch... Können wir das irgendwie resetten? Jetzt geht's da auf der Seite durch. Oh. Ich will das nicht normal machen. Das speichern wir direkt. Ist mir egal, ob ich da hier Hits abgekriegt habe. Oh, fast tot. Erste Hilfe, Carsten. Direkt. Fackeln wir nicht lange. Okay, das war ein richtig schwieriges Puzzle. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, wenn ich nicht am Anfang sinnlos rumgefuchtelt hätte. Aber das habe ich halt getan. Ein Schalter. Flugdeck 2 und 3. Wo wir schon waren. Im Endeffekt, wenn wir nicht... Ja, hat uns das hier genau rein gar nichts gebracht, die Tür hier zu knacken. Außer Spiel, Spaß und Befriedigung, dass wir das Puzzle geknackt haben. Tja. Wir können hier hoch. Dann ja, würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Episode mal da lang. Gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.